Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und Leute, Entschuldigung, falls meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist. Das ist nämlich aus demselben Grund, wie das heute kein Video über Musik kommt. Denn ich war Samstag ein wenig krank. Und Freitag halt auch. Also habe ich für ein aufwendiges Musikvideo keine Kapazitäten. Und deswegen, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Minecraft gespielt und ein bisschen was gebaut. Und zwar vor allem Redstone technisch. Und ich würde euch jetzt zeigen, ich habe jetzt den ersten Raum fertig und ich würde euch erstmal zeigen, was ich gemacht habe und wie die Technik dahinter funktioniert. Das Ganze habe ich, by the way, komplett in Vanilla gemacht. Das ist jetzt nur eine Mod, die mir Crafting-Rezepte anzeigt. Also, fangen wir an. Ich habe ein klassisches Keykartensystem gebaut. Ich zeige euch erstmal, wie es funktioniert hier, also wie ich es benutze. So, und jetzt gehen wir hier mal in den Zuschauermodus und gucken uns das Ganze an. Also, wir haben hier einen Trichter und der leitet jetzt erstmal weiter in einen zweiten Trichter. Der Trichter ist hier gesperrt. Wenn Redstone auf einen Trichter geht, dann leitet er nicht mehr weiter. Wenn er nicht gesperrt wäre, würde er halt hier weiterleiten bis zu dem Trichter, der es uns hier wiedergibt, ja? Gut, jetzt in diesem Trichter sind genau alles Blick nur in einem 18, denn ab 19 leitet der Komparator, der guckt, was hier, wie viel hier drin ist, zwei Signale weiter und dann aktiviert das dieses Redstone-Signal. Dieses Redstone-Signal wird durch einen Komparator geschickt, der erstmal einfach nur die Länge des Signals verlängert und der schaltet die Tür an. Hier, bam, bam, hier ist die Tür, wird angeschaltet. Gleichzeitig das gleiche Signal wird halt verzögert gesetzt, um hier einmal in den Werfer was reinzumachen. Ich musste ein bisschen was machen, weil dieses Signal hat erstmal immer gemacht, dass dieser Trichter hier gesperrt wird und nicht mehr weiterleitet. Das heißt, erst wenn das Signal aus war. Deswegen habe ich das hier gemacht, weil das bedeutet, das geht an, ne? Vielleicht geht das kurz aus und dann geht es wieder an. Und während es aus ist, wird das weitergeleitet und dann geht es an und dann wird es raus. Dann habe ich mir aber natürlich gedacht, was eigentlich, wenn man den Schlüssel verliert? Ganz easy, ein Passwortsystem. Das ist auch eigentlich ganz einfach gebaut. Eine Flip-Flop-Schaltung, um hinter dem Knopf aus einem kurzen Signal ein langes Signal zu machen. Also ein Knopf und ganz langes Signal. Hier, das wird hochgesendet und dadurch wird das nur ganz kurz gemacht. Und durch, ich weiß nicht genau, wie genau das funktioniert, aber dann wird der Redstone-Block nach vorne geschoben, aber nicht zurückgeschoben. Und dadurch wird halt das aktiviert und dann eine If-Schleife. Wenn die beiden also an sind, geht die hier an und die leitet hier weiter und zieht hier den Kolben runter. Das ist im Grunde das, was passiert. Und die darf halt nicht an sein. Genau. Dann kommen wir zum Wohnzimmer. Das ist der einzige Raum, den ich schon dekoriert habe. Ich habe hier einen Lichtschalter. Und ansonsten gibt es nicht so viel Besonderes in diesem Raum. Was den Raum besonders macht, ist eher was man nicht sieht. Ich werfe mal ganz kurz zu, weil es muss jetzt nicht das sein. Diesen Trank der Nachtsichtflasche hier rein. Das ist halt, genau, hier bekomme ich das wieder. Das ist halt einfach ein ganz einfacher Gang. Du wirfst hier durch den Trichter in eine Redstone-Fackel, in den Trichter. Das wird in den anderen Trichter geleitet. Redstone-Fackel blockiert den Trichter, dass er nicht weiterleitet. Der hier guckt, wenn irgendwas da drin ist. Signal wird weitergeleitet an die Kolben. Es ist wichtig darauf zu achten, dass die hier verzögert sind, weil diese hier, die beiden Kolben hier, müssen eingezogen sein, damit diese hier einziehen können. Versteht ihr? Bedeutet, weil die können keine ausgefahrenen Kolben einziehen. Deswegen muss hier eine Tickverzögerung sein. Genau, dann habe ich hier halt einfach einmal einen Knopf gemacht, damit man wieder raus kann. Die aktiviert quasi nur das Signal hier. Und damit man das zurückbekommt, ist halt, wenn es angeht, Verzögerung, Verzögerung, Verzögerung. Und dann wird es runtergeleitet und durch die ganzen Trichter hier hin. So, jetzt habe ich hier einmal diesen schönen Gang. Ein Verzauberungstisch mit Licht. Ein cooler Trick, macht einfach Fackelrichtung stellen, damit schält sich das extrem geil aus. Die Verzauberungsbaustände und alles hier ein Netherportal, man denkt sich erst cool, ja, dann geht man durch, Wasser und kommt in diesen geilen Raum. Genau, das ist halt der erste Raum im Grunde des Wohnzimmers. Es kommt halt hier die Küche noch, dann kommt hier Gaming und Gästezimmer, Schlafzimmer, sowas halt. Es ist halt noch nicht annähernd fertig. Ich werde das wahrscheinlich eher im Stream weitermachen. Na, ich muss sagen, ich finde schon, es sieht schon geil aus. Ja, oh, dieser Shader. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem etwas kürzeren Video. Und ihr bekommt von mir ein raues Ciao.